Ich glaube, mir wäre es genauso gegangen wie dir. Ja, und wie gesagt, einfach durch dieses Try and Error und einfach Learning by Doing hat es damals ewig gedauert, bis ich es begriffen habe. Also bei mir war das bei Final Fantasy 1 und 2 so. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war so gehypt darauf, oh geil, es gibt Final Fantasy 1 und 2 für PS1. Ich muss es mir nicht für den Game Boy holen. Weil ich hatte nur... Ich hatte damals noch nicht mal den Nintendo DS Lite, sodass ich noch nicht mal Game Boy Advance Spiele auf dem DS spielen konnte. Nein, ich hatte nur die PS1 und zu dem Zeitpunkt sogar schon die PS2. So, also, ich... Mama gesagt, du Mama, da ist ein Spiel, das und das möchte ich haben, ist auch für mein Alter geeignet. So. So gut, ja, ist kein Problem. War damals ein sehr wichtiges Argument. Ja, Mama hat, meine Mutter hat immer gesagt, so, nicht ab 18. Die einzige Ausnahme, die sie gemacht hat, war bei Blood Omen 1, Legacy of Kain, und das war ab 18. Ich verstehe bis heute nicht warum, weil es ist in keinster Weise wirklich, gut, eine einzige Stelle. Aber wegen dieser einen Stelle kann man es eigentlich nicht jetzt ab 18 abtiteln, aber naja. Auf jeden Fall hat sie mir das sehr gut, es kam an. War auch nur eine extra Karte bei, ja, so kleine Bildkarten waren noch mit dabei. So, ich das Spiel eingelegt, dann die erste Sequenz, schön mit richtig Videomaterial, wo ich dachte, ja, geil, sogar mit Videosequenzen. Ja, das haben die ja extra für die PC-Version eingespielt. So, und dann starte ich es halt wirklich, bin halt wirklich richtig im Spiel, es geht los, die ersten Texte erscheinen komplett auf Englisch. Und ich sitze da nur, kein Wort Englisch konnte ich. Mein Englisch ist heute noch grottig. Aber ich saß da wirklich und dachte, scheiße, jetzt muss ich Final Fantasy 1 echt auf Englisch durchzocken? Euer Ernst? So, ich mich dann tatsächlich dahingesetzt und wir hatten keinen PC, wir hatten gar nichts. Wir mussten dafür noch ins Internetcafé gehen. So. Und ich kam dann ab einer gewissen Stelle nicht weiter. Und das war eigentlich so einfach. Ich hätte nur an der Hauptküste lang schippern müssen. So, aber ich kam halt einfach partout nicht weiter. So, ich dann mein Vater gefragt, du, Papa, können wir kurz ins Internetcafé? Ich komme bei der und der Stelle nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da, ne? So, und ich habe natürlich auch die Sätze nicht verstanden. Ich habe keinen Plan gehabt. So, und ich habe das dann immer und immer wieder von vorn gespielt, bis ich dann das Spiel in- und auswendig konnte. Und durch dieses Spiel habe ich damals auch meinen ersten festen Freund kennengelernt, wo es dann halt wirklich nur, wo ich dann halt gedacht habe, okay, ne, mache ich mal Let's Plays, habe dieses Spiel dann halt Let's Played, so darüber habe ich den dann halt kennengelernt und dann dachte ich auch nur irgendwann so, hey, ja, das Spiel kannst du mittlerweile echt im FF, so einfach nur noch durchgerusht, auch dann als ich die Gameboy-Version gespielt habe, die Gameboy Advance-Version. Und das dann auf Deutsch und ich mich dann gefreut habe, oh geil, ich kann endlich verstehen, was die Leute von mir wollen. Mensch, das ist ja jetzt noch einfacher. Oh, nee, ich habe mich abgemüht, das erste Mal diese PS1-Version gespielt zu haben. Das war grauenvoll, aber es war auch schön zugleich. Weil ich echt gedacht habe, so, jo, geil, toll. Final Fantasy 1, habe ich das auch mal erlebt. Und das ist auch noch anders als erwartet. Als Final Fantasy 7 damals rauskam, gehörte ich zu den ersten Leuten, obwohl ich extrem jung war, gehörte ich zu den ersten Leuten, die es hier in Deutschland gespielt haben, weil meine Mutter arbeitete in einer Metzgerei. Die Wahrheit über die Salamander. Und der Chef der Metzgerei hat einen Sohn und er hat direkt gegenüber eine eigene kleine Videothek aufgemacht. Und er war auch ein riesen PlayStation-Nerd. Und er hat sich seine ganzen Spiele auch aus Japan geholt und über seinen Laden halt verliehen. Und dann kam ein anderer Kollege von ihm, die waren alle locker, weiß ich nicht, fast 30 Jahre älter als ich. Ich konnte da nicht mitreden oder so. Aber hin und wieder durfte ich den Controller nehmen und dann so ein paar Spiele spielen. Und der eine kam dann mit einem Spiel, ja, hier, lass den Kleinen ein bisschen spielen. Ich so, ja. Der andere, ja, kann der nichts kaputt machen oder so bei dir? Ach nö, und selbst wenn, mein Spielstand ist abgesichert. Und dann hatte ich tatsächlich zum ersten Mal Final Fantasy 7 auf Japanisch in den Händen. Ja, sehr geil. Und er kam da nicht weiter. Hast du das Spiel schon mal durchgespielt? Bis kurz vor Endboss habe ich es gespielt.
Ah ja, genau, hast du ihn erwähnt. Auf jeden Fall habe ich ihn dann gefragt, oh, was ist das denn? Ach, das ist ein U-Boot, da kannst du reinsteigen, kannst du unter Wasser noch schwimmen. Ich ins U-Boot rein, durch das Wasser, total begeistert, noch nie sowas gesehen. Und dann plötzlich ich zu ihm, oh mal, was ist das denn da? Der guckt mich an, total schockiert. Das ist es. Das habe ich all die Tage gesucht. Da unter Wasser findest du den Schlüssel des alten Volkes. Und ich habe ihn durch Zufall gefunden und er wusste ja nicht, was er machen soll. Und er hat ihn Tage und Wochen lang gesucht. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Schön war bei Final Fantasy VII dieses Schokobos. Wo du dann auf dieser Schokobo-Farm bist, ist ja... Fast direkt, nachdem du da aus dieser Stadt raus bist, kommst du ja bald dazu, diese eine Farm. Du glaubst nicht, wie viele Stunden ich auf dieser Farm verbracht habe. Einfach nur mit dem Schokobo durch die Gegend reiten. Das ist eigentlich so meine Hauptbeschäftigung bei Final Fantasy. Mir ein Schokobo nehmen und einfach durchreiten. Was ich toll fand, ist die Züchtung des goldenen Schokobos. Ja, ich hab den nie gekriegt. Nie! Nie! Das war mein Ziel. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Pech habe oder ob auch in der Steam-Version irgendwo im Programmcode irgendwas umgeschrieben worden ist. Aber wenn du über Steam den goldenen Schokobo versuchst zu kriegen, das ist grausam. Also noch grausamer als im Original. Ja. Oh. Im Original mache ich auf der ich habe ja das Original auf der PlayStation 1 hier zu Hause. Ja, ich auch. Dann mache ich dir das in 2-3 Stunden, dann habe ich den goldenen Schokobo. Aber auf der PC-Version brauche ich teilweise 2-3 Tage. Sag mal, hast du eigentlich Final Fantasy X hast du gespielt, oder? Ja. Hast du auch das mit den Blitzen hingekriegt? Blitzbeispiel, ja. Nee, diese 200 Blitzen ausweichen. Waren das 200 oder 100? Das waren 200. 200 Blitzen musste man ausweichen. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht, ich bin irgendwie bis auf 140, 150 um den Dreh gekommen. Das ist ich weiß gar nicht, ob das für Walkers oder für Lulus. Auf jeden Fall für irgendeine dieser Hauptwaffen da, für diesen besonderen Waffen zu bekommen. Ich krieg es bis heute nicht hin, dieses scheiß Blitzen auszuweichen. Ich habe es bis 130, habe ich jetzt geschafft. Und so weit nie wieder. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe es mal geschafft. Einmal. Ich habe es nicht ein einziges Mal geschafft und ich heule da immer noch. Gefühlt heule ich da immer noch. Ich habe den Spielstand eigentlich doch bei Steam. Ich müsste nur einschalten und gucken, ob ich den habe. Aber ich meine, ich hätte es geschafft. Ah, ich habe es nie geschafft und ich ärgere mich da so enorm drüber. Moment, und du beschwerst dich über diese 200 Blitze? Ja. Dann bitte spiele niemals Final Fantasy IX. Ist denn noch ein schlimmeres Spiel? Ja. Bei Final Fantasy IX musst du mit Vivi, das ist so ein Zauberer. Also ich habe den 9. Teil habe ich gespielt, aber auch nicht komplett. Und ich glaube, ich habe kein einziges Minispiel gespielt, falls es das gab. Es gibt ein Minispiel, da musst du mit Vivi Seilchen hüpfen. Echt? Okay, das kenne ich tatsächlich gar nicht. Es fängt ganz langsam an, wird immer schneller und ab einem bestimmten Punkt wird es ungleichmäßig schnell. Dann wird die schneller, langsamer, noch schneller, wieder ganz langsam. Oh. Und jetzt rate mal, wie oft du da bringen musst, um den letzten Erfolg zu kriegen. Ich weiß nicht. 1000 Mal. Nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst. Alter. Ja gut, dann weiß ich ja, was ich nicht tun werde. Ich habe da noch nie die 200 geknackt. Alter. Nee. Nee. Ja gut, dann versuche ich lieber die 200 Blitze als... Das wird wie wieder. Oh nee, ach nee, nee. Ach, die 200 Blitze sind bei Final Fantasy 13 leicht im Verhältnis zu dem, was du sonst noch so im Spiel machen kannst. Also ich fand das tatsächlich am schwersten von allem. Nee.
Also bei Final Fantasy X fand ich das am schwersten. Das mit den Schokobos habe ich immer auf Anhieb hingekriegt. Ja gut, Blitzball kam ich anfangs nie klar. Mittlerweile habe ich da eigentlich, komme ich da ganz gut mit klar. Fragen wir mal anders. Wenn die Blitze für dich so schwierig waren, wie viele schwarze Bestien hast du besiegt? Ich habe tatsächlich zweimal alle besiegt. Aber das war nur zweimal, seitdem aber nie wieder. Haben die Blitze Probleme? Ja. Ja. also ich weiß nicht, mit Bossen, auch mit Superbossen komme ich besser klar als mit diesen 200 Blitzen. Weil irgendwann komme ich so aus dem Takt und dann musst du ja direkt wieder von vorne anfangen. Ja. Ja. Ne? Ihr arbeitet für Azar. Das war nicht schön. Glück, dass ich heute also die schwarzen Bestien, die hatte ich echt irgendwann richtig gut im Griff, weil ich so gut gelevelt war. Verschwindet. Ich hatte nie die Geduld, mich so lange zu leveln. Also ich hatte dreimal, wie ich das Spiel durchgespielt hatte, hatte ich ein volles Sphärobrett. Komplett alles. Mit allen Charakteren alles erreicht. Das ja, ich hatte eine Freundin, also eine gute Freundin, keine beste Freundin, die war auch regelrecht süchtig nach dem Spiel. Die hatte auf der PlayStation 2 einen Spielstand von über 400 Stunden. Oder das kann ich mit 600 Stunden toppen. Ja, die hatte, aber ja, das war hier nicht ihr erster Durchlauf. Das war ihr vierter oder fünfter, frag mich nicht. Die hatte auch das komplette Sphärobrett voll. Mit den Füßen. Die leeren Felder hat sie genug. Plus 1 mit plus 1 erstmal voll gemacht. Später hat sie alles, was plus 1 und plus 2 ist, gelöscht, mit plus 4 gefüllt. Da waren nur plus 4 Felder oder mehr Lebenspunkte. Ich konnte da nur mit dem Kopf schütteln. Das glaube ich gerne. Aber gut, so hat ja jeder seins. Ja, stimmt. Och, Leute, ihr seid sowieso zu schwach für mich. Ihr habt eh keine Chance. Ihr seht die Radieschen von unten. Euer Ende ist gekommen. Oh, komm schon. Ich weiß noch, wie viele Anläufe ich damals hierfür gebraucht habe. Für diesen Kampf. Ja, wie viele denn? Ich meine, ich musste es. Habe es im 8. oder 9. Durchlauf geschafft. Jetzt im 1. Aber ich habe auch sehr gut gelevelt jetzt schon vorher. Nicht nur, dass ich eine andere Schwierigkeitsstufe habe, ich habe sogar noch anders gelevelt. Damals war ich beim ersten Mal durchspielen im Let's Play, war ich glaube ich Stufe 9. 9 oder 10. Jetzt Stufe 15. Also. Ja. Überklagen kann ich mich nicht. Ich komme mittlerweile ganz gut klar. Mir graut es aber so ein bisschen vor Witcher 2, weil das kenne ich ja noch gar nicht. Aber das dauert, glaube ich, noch, bis ich das schaffe. Ich wollte es ja heute eigentlich bis Kapitel 3 schaffen. Ich glaube, das wird aber nicht so ganz was. Weil ich nicht weiß, wie lange das hier noch geht. Beziehungsweise befürchte ich, dass das noch etwas dauern könnte hier. Ja, natürlich ist das Inventar voll. Was soll es auch sonst sein? Ich und kein volles Inventar. Das gibt es selten. So, kann ich irgendwas? Nein, das ist eine Wertsache. Nein, das ist ein Meteorit. Ja, die Erdbeere kann ich essen. So. Dann nehmen wir das einmal mit. So. Gut, nichts weiter, was man klauen kann. Also kann man wieder rausgehen. So. Ich
würde ja gerne mal alle Quests schaffen, aber ich glaube, das wird für mich ja nichts. Wenn ich wieder nicht weiß, wie man die anderen beendet. Ich kann mich auch an den letzten Spieldurchlauf kaum noch erinnern. Da das schon wieder ein Jahr her ist. Ich glaube fast genau ein Jahr. Ich glaube, meine größten Zeitfresser sind einmal Final Fantasy VII. Das habe ich damals auf der PlayStation 1 bestimmt 8 Mal oder so durchgespielt. Mhm. Ich habe es auch über iOS, auf dem Handy und auf dem Tablet. Okay. Da habe ich es bestimmt auch schon 2-3 Mal durchgespielt. Und ich habe es auch natürlich auf Steam. Und wenn ich hier kurz gucke, bei Steam habe ich auch mittlerweile 181 Stunden. Also tatsächlich das Spiel mit den meisten Stunden bei mir, gut, ist Sims 4. Aber das liegt eigentlich eher daran, dass ich es oft habe laufen lassen. Und so an sich an Spielen, kann ich drauf zugreifen? Ich glaube gerade nicht. Nee, leider gerade nicht. Steam ist leider auf einem anderen Bildschirm. Ich brauche einen dritten Bildschirm. Ich sag's immer wieder. Ja gut, ich kann einmal kurz. Steam kann man ja Gott sei Dank auch im Browser öffnen. Das ist ja gar kein Problem. So, da. Ja, ich mach auch das Spiel mit deinen meisten Stunden. Kürzlich gespielt, alle Spiele bei Steam ist es. Ach, ja gut, ich wollte gerade sagen, wird's nicht angezeigt. The Elder Scrolls Online mit 437 Stunden. Oh, darf ich da müde lächeln jetzt gerade? Mein High-End an Stunden ist Factorio. Okay. Da habe ich mittlerweile die 3000 geknackt. Boah. Ja gut, also wo ich tatsächlich über 1000 habe, ist bei meinem Bearbeitungsprogramm, was ich für meine Videos nutze. Das ist ja was anderes. Ja, aber da habe ich tatsächlich stolze 5262 Stunden. Da kann man sich dann mal ungefähr ausrechnen, wie oft ich dieses Programm benutze und wie lange. Das ist eigentlich nur noch am Laufen. Ich habe eine gute Freundin, ich schaue mal kurz in ihr Profil, die spielt nämlich Final Fantasy XIV, das Online-Spiel. Gott, wie viel habe ich denn da? Da habe ich noch gar nicht so viel, glaube ich. Soll ich dir sagen, wie viele Stunden die da hat? Ja. 12.663. Alter! Ich weiß gar nicht, wo das Spiel überhaupt bei mir ist. Das ist, glaube ich, noch ganz unten. Ja, ich finde es noch nicht mal, wo das Spiel bei mir ist. Das ist ja sehr, sehr gering. Ja, wenn ich da manchmal bei ihr gucke und da steht plötzlich innerhalb der letzten 2 Wochen 250 Stunden Final Fantasy gespielt, denke ich mir, okay. Ich weiß gar nicht, das Final Fantasy mit den meisten Stunden bei mir ist tatsächlich der dritte Teil. Final Fantasy 3 mit 121 Stunden. Hast du das bei Steam? Ja, das habe ich bei Steam. Also. Danach kommt Final Fantasy 4 mit 51 Stunden. Also das sind jetzt wie gesagt nur die Final Fantasy Spiele. Final Fantasy 9 mit 43 Stunden. Und dann kommt eine ganze Weile kein Final Fantasy mehr. Final Fantasy 15 habe ich fast 100 Stunden reingesteckt. Nee. 4. 4 maximal. Und das Final auf der PS4. Final Fantasy 8 bin ich bei fast 143 Stunden. Ja, okay. Ja, bei Final Fantasy 8, da habe ich auch versucht, ein paar Erfolge zu machen. Mir fehlen jetzt noch 12 Erfolge, dann hätte ich da auch alles. Okay. Final Fantasy 4, The After Years, kommt bei 2 Stunden und 3.
2,3 Stunden, da kommt das nächste Final Fantasy erst wieder. Also hier am PC habe ich das noch gar nicht so viel gespielt, die ganzen Sachen. Die Frage ist jetzt eher, wo ist eigentlich Final Fantasy 14 abgeblieben, weil ich das eigentlich darüber auch habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, Final Fantasy 8 gehört zu den Teilen, die ich am schlechtesten finde, auch wenn ich viele Stunden da reingesetzt habe. Also bisher tatsächlich am schlechtesten finde ich 2 und 15. 8 kann ich nicht viel zu sagen, weil ich selber halt noch nicht gespielt habe, großartig. Meine liebsten Teile sind halt Teil 1, 10 und 12. Das sind so meine liebsten Teile. Ja, mit 12 mache ich es mir auch ein bisschen schwer. Wieso? Ja, weil... das ist schwierig zu sagen. Ja? Die Steam-Version war besser als die... die PS2-Version ist besser als die Steam-Version. Echt? Aber, ja. Aber ich kann es nicht erklären. Du hast in dem Spiel einfach... Ja, ich will nicht sagen, zu viel zu tun, aber du hast so viel nebenbei zu tun und da verliere ich mich meistens in solchen Spielen. Ich verliere halt die Hauptstory dann aus dem Blick. Das passiert bei den anderen Final Fantasy eher weniger. Also ich fand es gerade bei 12 gut, dass du halt eine relativ offene Welt hast. Das heißt, dass du ja wirklich frei durchstreifen kannst. Zwar immer noch ja, relativ linear, aber trotzdem so, dass du zum Beispiel, wenn du in die Wüste kommst, dass du halt drei Arten dieser Wüste hast. Und dann halt auch noch so eine Art afrikanische Savanne, die sich dann ja auch zur Regenzeit nochmal ändert. Sodass du dann halt immer irgendwas Neues erlebst, immer was anderes hast. Dennoch die Mobjagd, die fand ich richtig cool. Und da ist halt mein absoluter, oder meine zwei absoluten Lieblingscharaktere mit bei. Die auf der einen Seite irgendwo eine angedeutete Love Story haben, die sie aber eigentlich doch nicht haben, worüber ich mich bis heute noch ärgere. Aber diese Story hat mich so mitgerissen. Ich liebe es bis heute. Und könnte ich mir das wirklich leisten, dann wüsste ich, was mein dauerhaftes Cosplay wäre. Gut, neben Yuna, aber das. Ja. Ja, gut, der eigentliche Hauptcharakter in 12 hat mich überhaupt nicht gereizt. Das ist ja dieser Vaughn, oder wie auch immer man den da ausspricht. Der hat mich überhaupt nicht gereizt. Ja, der ist ja auch nicht der Hauptcharakter. Ja, aber den spielst du ja rein theoretisch hauptsächlich, ja. Ne? So, wer mich halt interessiert hat, war Borthir. Dieser Luftpirat. Der ist ja eigentlich auch der Hauptcharakter der Story. Ja, deutet nur nicht anfangs so drauf hin. Das merkst du halt wirklich eher doch. Richtung... Doch. Echt? Ja. also ich finde, das war nicht ganz so offensichtlich. Ich fand erst, das war... Moment. Da muss ich dich direkt unterbrechen. Er konnte es dir nicht deutlicher sagen. Und zwar, wenn du ihn findest in diesem, sag ich mal, Schloss. Dann flüchtest du durch die Kanalisation. Und ich meine, in der Kanalisation guckt er den, wie hieß der, den du spielst? Vaughn. Vaughn, genau. Da guckt er Vaughn an und sagt ihm, hey, du bist nicht der Held dieser Geschichte. Ja, das hat mir schon mal jemand gesagt. Das fand ich aber tatsächlich gar nicht mal so. Also, ich gebe dir auf der einen Seite recht, also ab einem gewissen Punkt im Spiel, das war aber für mich halt wirklich weiter weg, da habe ich für mich gesehen, okay, ja, der ist es. Anfangs war wirklich noch so Vaughn, beziehungsweise Ash, diese Prinzessin, die ja dann noch da mit drin kommt. Die habe ich dann halt wirklich eher so im Mittelpunkt ja noch gesehen. Und er dann halt eher so der sich damit reingedrängt hat. So, ne? Richtig. Hier, ich bin hier, ich will auch. Ja. Genau, das war für mich dieser Knackpunkt. Oh, der stellt sich jetzt so in den Vordergrund. Ja. Boah, deine Geschichte werde ich jetzt mal ein bisschen überprüfen, wie du gleich in den Hintergrund gerückt wirst. Hallo, ich bin doch der Held, nicht du. Ja, und das kann mir halt
beim allerersten Mal spielen, erst wirklich sehr spät, irgendwie so zu Tage. Und dann irgendwann dachte ich halt wirklich so, nee, du bist es nicht. Du bist nicht der Hauptcharakter, nein. Egal, was du versuchst, du bist nicht der Hauptcharakter. Da sind alle anderen mehr Hauptcharakter als du, aber du bist es nicht. So, und den mochte ich halt auch von Anfang an nicht. So, Buffy und Ash. Gut, und Fran. Fran ist auch cool. Aber einfach nur, weil ihre, also die Rasse, diese Viera, weil die einfach so cool ist. Das war einfach mal so eine Rasse, die kannte man halt vorher nicht. Und die gibt's ja auch in der FF14. Und dreimal darfst du raten, welche Rasse ich da spiele. Menschen. nein. Nicht ganz. Ich habe Boxfleisch getötet. Oh. Ausgezeichnet. Warte mal, welche Rasse ich spiele. Der Organisation du machst das gerade Kopfkino. Ich habe keine Beweise gegen ihn. Wir haben damals AD&D gespielt, Pen and Paper. Seht ihr das was? Bewiesen, dass ja. Boxfleischleute nur ein haben wir damals gespielt und die Beweise deuten jetzt auf ja. Bernstein hin. Ich verstehe. Ich weiß nicht. Ich will jetzt nichts Böses getan. Sagen. Hab ich. Ich weiß nicht, ob die Minderwertigkeitskomplexe hatte oder der sowas, aber sie war eher fülliger und. Aber ich spiele eine Elfe. Ich warte dort. Und wir nähern uns dem Ende. Ja, genau, du bist das exakte Bild einer Elfe. Aber ist okay. Wie gehen wir vor? Und wir haben halt dieses AD&D über viele Jahre gespielt. Ich muss noch die Turmtür öffnen. Und irgendwann kam da ein Kumpel mit neuen Büchern. Hey, ich habe Bücher von Vampire. Sorgt ihr nur dafür, dass okay. Wahrscheinlich Stein wie Vampire the Masquerade. Ja, das gibt's auch als Pen and Paper. Hey, möchtest du mit uns Vampire spielen? Ja, ich spiele eine Elfe. Hör mal, wir spielen Vampire. Merkst du was? Ja, ich bin trotzdem eine Elfe.